Ja, Kultur-TV präsentiert Taxi for Free. Zum 12. Talk begrüße ich ganz herzlich Werner Tobler. Guten Tag, freue mich. Werner Tobler, 1963 geboren. Wo und wann? In Münsterlingen am Bodensee, aufgewachsen in Romanshorn. Meine Kindheit da verbracht, meine Schulzeit. Anschließend nach Davos Kochlehre, Ausbildung zum Koch, zum Fanatiker, zum Genussmenschen. Dann Wanderjahre in der ganzen Schweiz, in Europa, überall. Wer oder was hat dich zur Kocherei gebracht? Mein nie zu endender Hunger und Appetit. Meine Mutter, die eine vorzügliche Köchin ist, mit einfachen Gerichten aufgewachsen. Genuss hat mich schon immer interessiert, in flüssiger Form, in fester Form, in allen Formen. Genuss in allen Dingen. Es gibt die Notiz Werner Tobler Privatkoch. Was heißt das oder was hieß das? Man konnte mich mieten und kaufen. Ich kochte für verschiedene Menschen, die Appetit hatten, zu Hause als Störkoch. Ich machte Caterings, ich machte Kochschulen. Ich habe Leuten das Kochen, Menschen das Kochen beigebracht, auch den Genuss. Wiederum in fester und in flüssiger Form, in Seminaren, die mit Wein zu tun hatten, mit Wein und Essen, mit Wein und Genuss, mit allen diesen Dingen, die da zusammenhalten. Alles, was mit Hunger, Appetit und Lust zu tun hat und hatte. Uschi, wann hast du sie kennengelernt und wo? Kennengelernt habe ich sie in Sarnen. Da habe ich mal ein Fast-Food-Restaurant geführt, das Wippi. Ich war da zum Beispiel, das war glaube ich vor 12, 13, 14 oder 15 Jahren. Uschi wird mich steinigen, wenn sie das hört, weil ich weiß nie, wann ich sie kennengelernt habe. Ich weiß Gottlob mein Geburtsdatum, meine eigene Telefonnummer weiß ich nicht. Ich bin irgendwo so ein bisschen stehen geblieben. Es sind Sachen, die mich eigentlich gar nicht mehr interessieren, was war. Ich führte damals ein Fastfood-Lokal auf edle Basis, weil ich der Ansicht war, dass diese Art von Verköstigung irgendwann mal einschlagen wird. Und sie hat ja voll eingeschlagen. Es gab damals noch wenig Kebabs und Kebabs-Kemams. Es gab wenige Fastfood-Läden. Aber schon damals zeichnete sich ab, dass diese Dinger eigentlich unessbar sind. Ich wollte dagegen schwimmen. Wir haben alles selber gemacht, die ganzen Brötchen, das ganze Fleisch, die ganzen Soßen, nicht einfach eingekauft. Es gab Edelfastfood in Form von Käse, dass Mami und Papi mitkommen konnten, wenn die Kleinen ihren Hamburger in die Birne reingedrückt haben. Man konnte sogar eine Flasche Mouton Rothschild trinken für einen vernünftigen Preis. Andere Rotweine, es war eine ganz, ganz lustige, sehr, sehr irrsinnige, schöne Sache. Und Uschi habe ich dann, oder geknallt hat es eigentlich auf den Pilates zu Patent Ochsner. Patent Ochsner spielte auf den Pilates und irgendwann hat es dann Wumm gemacht und alles war klar. Das Dream Team, Werner und Uschi, seit 2005 in der Braui in Hofterö. Wie ist es dazu gekommen? Ein Mitglied der Gemeinde, des Gemeinderates bat mich, dieses Lokal doch mal anzuschauen. Sie hatten sehr, sehr große Probleme. Sie haben in 7 Jahren 5 Pächter durchgelassen oder in 7 Jahren haben es 5 nicht geschafft oder nur mäßig geschafft. Warum, wusste ich eigentlich auch nicht. Ich wurde da als kulinarischer Berater berufen. Schau dir das mal an oder schauen Sie sich das mal an. Was sollen wir tun? Sollen wir es nochmal wagen oder sollen wir daraus einen Kindergarten machen oder irgendetwas anderes? Aber sie verspielen nur Geld und es war so ein Fass ohne Boden. Irgendwie war das dann für mich Liebe auf den ersten Blick. Wie ich die Küche gesehen habe, sowieso. Ich habe eine wunderschöne große Küche. Und da ich ein Arbeitstier bin und genau wusste oder weiß, was auf einem zukommt, wenn man so eine Arbeit macht,
Ich spreche von 14, 15, 16 Stundentagen, Arbeitstagen, musste die Küche schön sein und ich musste mich darin wohlfühlen. Ich habe eine sehr große, helle Küche mit Küchentisch, mit Wohnatmosphäre. Ich bin außerordentlich gern in diesem Betrieb. Es kam dann dazu, dass ich den Kochherd sah, die besten Materialien, Induktionsherd, nur das Beste und es wurde einfach nichts daraus gemacht. Ich schlug's heim zu Uschi und habe gesagt, Uschi, das ist eigentlich unser Laden. Da müssen wir rein. Und ich habe das dann diesem Gemeinderat offenbart, dass das Interesse eigentlich so wäre und dass ich ein Konzept ausarbeiten könnte, aber dass der Einzige, der das umsetzen kann, ich bin. Zuerst wurde ich so ganz leise belächelt, so mit einem so, was will der? Oder er ist arrogant und sehr überzeugt von sich, was ich auch immer bin. Ich mache das, was ich will und was ich mache, mache ich gut. Probiere es gut zu machen, ohne Kompromisse. Und wenn, dann müssen sie stimmen für mich. Und für Uschi natürlich. Es kam dann so weit, dass wir uns bewerben durften. Für dieses Lokal, lustigerweise haben sich auch andere beworben. Ich war aber in der Jury und konnte mitbestimmen und es war für mich da nicht ganz einfach, den Richtigen zu finden, weil ich ja wusste, wer der Richtige ist. Wir haben es dann bekommen mit Mithilfe von vielen von meinen Freunden, die mir finanziell geholfen haben, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Dieses Abenteuer Braue und jetzt machen wir das seit 8 Jahren und der Laden blüht und knallt und füllt mich aus mit Arbeit, mit glücklicher Arbeit. Eben, also du bist der Chef, der Koch, der Teamleiter. Was hast du noch nie gegessen, selber, persönlich? Was ich nicht mag oder was ich noch nie gegessen habe? Ich habe einige Sachen noch nicht gegessen. Alles, was mit exotischen Tieren zu tun hat, ist mir fremd. Ich habe noch nie Hund gegessen, glaube ich. Ich aß, glaube ich, auch noch nie Pferd. Es macht mich auch nichts an, wobei ich nichts dagegen habe. Was ich nicht mag, gibt es eigentlich nicht. Ich würde alles probieren, wenn es sein müsste, wenn es die Kultur zulässt. Wenn es in dieser Kultur gegessen wird, macht mir das gar nichts aus. Es gibt ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht mag. Sardellenfilets, da kann man mich zum Feind machen. Also das hat auch dazu geführt, Werner Tobler hat ein Kochbuch in sehr großem Aufwand mit sehr schönen Fotos, das wir jetzt hier leider ganz schlecht zeigen können. Ein hervorragendes, sehr einfaches, würde ich jetzt mal behaupten, aber sehr exquisites Kochbuch gemacht. 2009 erschienen. Wie ist es dazu gekommen? Ich arbeitete in meiner Zeit vor dem Restaurant schon ein bisschen als Foodstylist mit Silvan Müller zusammen. Silvan Müller, der Fotograf dieses Buches. Und wir machten dann für einen Freund von mir, Marino Aliprandi, der große Dicke, wir mussten ein Buch für ihn machen oder für die Firma, in der er arbeitet. Es hieß Max mit 2X, also wie XXL. Marino ist sehr korpulent. Marino hat immer von seinen Geschichten erzählt und irgendwann schreibe ich die auf und irgendwann mache ich meine Rezepte. Das ging so weit, dass er seinem Chef so auf die Nerven ging, dass dieser meinte, so, jetzt setzen wir uns hin und machen das. Dann kam ich zum Zug wegen den Rezepten, die ich für Marino ausarbeiten sollte. Mir wurde ein Fotograf vor die Linse gehalten. Mit dem konnte ich es überhaupt nicht. Ich denke auch, dass das kein guter Food-Fotograf war. Und ich meinte, ich mache es nur, wenn ich mit Silvan Müller zusammenarbeiten kann. Silvan war von der Idee sofort begeistert und dann fing das an. Und wir machten dann dieses Buch und haben einfach nicht aufgehört zu fotografieren. Foodstylist kam dazu und es ging immer weiter und wir machten verschiedene Sachen und es gab sogar Gerichte drin mit Scampis und mit Riesenkrevetten, mit Meerfisch und, bis wir irgendwann mal sagten, was soll eigentlich dieser Quatsch?
es gibt in Hochdorf keine Meerfische und es gibt keine Scampis und wir wollen ein Buch machen, das man brauchen kann. Und wie soll eine Hausfrau jedes Mal nach Zürich pilgern, zu Globus oder zu irgendeinem Delikatessengeschäft und diese teuren Produkte holen? Also machen wir was, was man essen kann, was brauchbar ist, und das ist das Ergebnis. Wir haben sehr großen Erfolg damit. Es wurde sogar Kochbuch des Jahres. Wir wurden ausgezeichnet, welche Ehre. Und das hat dann schon beflügelt. Das war auch das beste Werbemedium, was wir machen konnten. Und so seit da brummt der Laden eigentlich noch mehr. Gibt es ein Lieblingsrezept in diesem Buch, das immer noch Bestand hat? Könntest du uns das zeigen? Es sind eigentlich nur Lieblingsrezepte drin. Dazu gehört ganz bestimmt mal das Gehackte mit den Hörnlis, wobei die Trüffel fakultativ sind. Die müssten nicht sein. Ich weiß nicht, auf welcher Seite es ist. Wahrscheinlich gegen Schluss. Ah, die Trüffel kommen. Hier wäre dieses Gehackte mit den Hörnli. Die Trüffel sind aus dem Seetal. Wir sind im Seetal gesegnet mit Trüffeln. Ich nenne sie ab und zu nur noch die schwarzen Kartoffeln. Wir brauchen in der Saison so an die 80, 100 Kilo. Die werden dir geliefert oder die findest du selber? Ich bin kein Trüffelschwein. Und wenn, dann kulinarisch im Finden neuer Produkte. Nein, ich habe glückliche Menschen, die mit Hunden mir diese Delikatessen bringen. Und diese Hunde werden immer mehr zu einem, das sind, glaube ich, die Hunde Nummer 1. Irgendwann war es mal der Dalmatiner, irgendwann war es mal irgendwas. Und jetzt sind es diese Trüffelhunde. Und ich habe jetzt mittlerweile einige, die mir Trüffel bringen und froh sind, dass ich sie nehme, weil sie für ihren privaten Hausgebrauch einfach zu viele finden. Aber diese Hunde sind eigentlich toll, weil die amortisieren sich selber, die finanzieren sich ihr Fressen selber, das finde ich von dem her gut. Und frische Luft ist immer angebracht. Und sie kriegen ja von mir dann auch noch ein Würstchen. Ein selber gemachtes. Ein hausgemachtes. Eglifile Hösele, kannst du uns das beschreiben? Hösel will heißen, das Eglifile ist schon mal filetiert und von den Seitengräten befreit. Und dann gibt es diese kleinen Mittelgräten drin und die nerven mich furchtbar. Ich mag keine Gräten. Ich sage meinen Gästen immer, wenn ihr irgendwo einen Fischgrat findet, dann müssen sie ihr Essen nicht bezahlen. Und ich schneide also auch diese Mittelgräten raus und das sieht dann so ein bisschen aus wie ein V oder wie zwei Hosen und den sagt man Höseln. Es ist kein Spruch von mir oder kein klassisches Küchenvokabular. Ich habe das irgendwo mal gelesen in einem Restaurant am Zugersee und seit da ist das Höseln bei uns halt auch Höseln. Also wir höseln des Öfteren Eglifilets. Die auch ganz, ganz köstlich schmecken. Testesser gehen bei dir ein und aus. Journalisten, Journalistinnen, die dann auch über deine Küche schreiben. Wie geht das vor sich? Also bei den Testern weiß ich wirklich nicht, wer es ist. Die meisten meinen, ich wüsste es. Ich weiß es nie. Ganz zu Anfang kam zwei, dreimal Urs Heller von Gomio persönlich. Es wurde dann von Ringier oder irgendwo reserviert, jemand kommt. Dann hat man vielleicht schon gewusst, dass es einer sein könnte. Ich werde da aber nicht irgendwie nervöser, weil für mich sind eigentlich alle Esser Esser. Nur ist einer halt vielleicht ein bisschen ein Schreiberling deswegen. Wir halten seit Jahren diese 15 Punkte in Gomio und das ist auch gut so. Mir muss es gar nicht sein. Ich bin schon zufrieden mit dem, vor allem weil wir ein relativ großes Lokal haben und relativ viel Esser bei uns haben. Auch viele Wiederholungstäter und zu diesen Wiederholungstätern gehören eben auch diese Journalisten. Und mit diesen verbindet mich eigentlich eine wirklich schöne Freundschaft, mit den meisten zumindest. Mit denen, die gut schreiben. Die nicht gut über mich schreiben, die sind dann ziemlich schnell weg. Nein, das stimmt so nicht. Ich habe schon früher mit einigen zu tun gehabt, weil ich eben auch für gewisse Zeitschriften immer wieder was gemacht habe. Angefangen mit Martin Kilchmann, mit diesem wunderbaren Weinjournalisten, mit dem ich viele Weine probiert habe.
und verkostet habe, mit ihm die Notizen auf. Er hat geschrieben, ich habe diesen Part gehabt des Weines mit der Beschreibung und er hat den anderen gemacht und so. Die Geschichte lief natürlich dann über ihn, ich habe so viele kennengelernt und die gehen halt bei uns in der Braui ein und aus. Und wenn sie halt Fragen haben über irgendein Thema, ich darf sagen, dass ich über Essen und Genuss ziemlich viel weiß. Ich bin auch viel belesen, ich lese auch viel darüber. Ich weiß viele über irgendwelche Sachen, die andere gar nicht wissen und dann kommen sie halt zu mir mit irgendwelchen neuen Dingen und sagen, schau mal, ich habe das, was machen wir damit, und dann wird ausprobiert und das ist für mich sehr spannend. Und das ist, bringt natürlich auch mit sich, dass wir halt eine sehr, sehr große, starke Medienpräsenz haben. Dass wir halt ab und zu mal in einer Zeitung oder in einem Magazin drin sind, weil sich diese Leute bei uns einfach wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen soll natürlich auch an den Gast weitergehen und durch diese Berichte kommen halt auch immer wieder neue Leute. Und so haben wir die Braui halt dahin gebracht, wo sie jetzt ist, zu einem ziemlich boomenden Kochtopf. Werner Tobler, du bist ein Arbeitstier, ein begnadetes Arbeitstier. Wie erholst du dich? Ja, das wird langsam immer mehr zu einem Problem, diese Erholung. Es gibt so Autofahrten, da erhole ich mich wunderbar. So Kurztrips durch die Stadt Luzern finde ich zum Beispiel sehr erquickend und erlabend. Das macht richtig Spaß. Wenn du eine Arbeit machst, die man gerne tut, muss man nicht arbeiten. Also ich muss nicht arbeiten. Für mich ist Arbeit Genuss, für mich ist Arbeit Erholung, für mich ist Arbeit Spaß und Freude. Es ist eigentlich das Einzige, was ich kann. Ich kann aber auch sehr gerne müßig gehen. Ich habe aber leider, seit wir dieses Restaurant machen, ist die Nummer 1 halt schon Braui und die Tage sind lang. Erholen gibt es eigentlich wenig, aber ich kann mich eigentlich in 4, 5, 6 Stunden Schlaf regenerieren, dass ich wieder fit bin. Und es hat wirklich noch keinen Tag in der Braui gegeben, Anführungsschlusszeichen, an dem es mich irgendwie angeschissen hätte zu arbeiten. Ich gehe wirklich jeden Tag mit Freude ins Geschäft. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich das kochen kann oder machen kann, was ich will, und ich muss nicht. Wenn wir irgendein Bankett machen müssten oder Gerichte, die ich nicht mag, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht tun. Wir können uns mittlerweile auch den Luxus leisten, bei gewissen Sachen Nein zu sagen. Sprich, wenn wir merken, das ist nicht unser Stil oder das entspricht nicht dem, was wir wollen, unserer Philosophie, die von mir und von Uschi, dann sagen wir all solche Anlässe ab. Wir machen sie oder führen sie nicht durch oder geben sie weiter an Leute, die darauf spezialisiert sind und die das können. Das hat aber nichts mit dem Preis zu tun, das will ich nicht haben. Ich probiere auch immer eine Küche zu machen, die zahlbar ist. Man soll bei mir sich wohlfühlen, ob das jetzt ein teures Produkt ist oder ein günstiges Produkt ist. Ich liebe alles. Bei mir gibt es Kutteln, bei mir gibt es Kalbskopf, bei mir gibt es eben dieses Gehackte mit Hörnli, ganz einfache Gerichte. Und ich merke, dass wir da eigentlich auf einer Schiene uns befinden, die momentan sehr trendy ist und sehr, sehr, sehr gesucht. Man sagt dem neuen Stil so großmuttermäßig, das macht schon Freude. Was ist deine Leibspeise, falls es das gibt? Meine Leibspeise, ich kann das so nicht umschreiben. Ich glaube, im Endeffekt wäre es Kalbskopf oder Kutteln. Ich denke, es sind Kutteln. Kutteln könnte ich schon zum Frühstück essen. Jetzt denken einige, ich wäre pervers oder abartig. Das kann ruhig sein. Aber ich denke, so bei Kutteln könnten wir uns finden. Pläne, Wünsche, Hoffnungen. Dass es so weitergeht, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass es ruhiger wird, dass ich den Motor runterfahren kann, dass es stiller wird. Aber das wird noch eine Zeit lang gehen. Und Gesundheit. Wir sind jetzt bereits am Ende unserer Fahrt. Was ist deine nächste Tätigkeit? Überlegen, wo wir Mittagessen können. Ich bedanke mich bei Werner Tobler ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Fahrt. Wünsche alles, alles Gute. Man ist bei dir sehr wohl und gut und alles.
Und auch Uschi, ganz herzliche Grüße. Und der Crew der Brauwi. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich herzlich. Dankeschön. Schönen Tag. Viel Genuss.